willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality hier auf der Grünfelder Land. Moin! Hi! Du! Jo! Das ist ein Betriebsgelände. Jo! Ja, sollte man nicht so schnell rumfahren. Ah, so schnell war das ja nicht. Mhm, hat's gesehen. Ah, ich sehe hier, nutzt meinen Trecker in vollen Zügen. Nee, steht da nur rum. Deswegen ist auch ein Anhänger dran. Ja. Sieht doch gut aus, oder? Ja. Jo, und sonst? Was ist los bei dir? Ich hab nichts zu tun. Ja, eben Dito. Haben drei Felder zu ernten. Ja. Wird aber nichts bei dem Wetter. Ja, sehe ich auch so. Zieh mal rein. Ja? Mal gucken hier. Zieh mal rein, ich will mal gucken. Ich probier's. Problem ist, der zieht ihn nicht ganz rein irgendwie. Musst du immer. Pass auf. Naja, ich guck. Musst du immer ein bisschen nachschieben. Lieber cool aus. Ja. Manchmal passt die Höhe halt nicht. Oh, jetzt. Oh, oh. Oh, da spuckt ihn raus, da dich, oben. Steigt mal mit ein hier. Ganz nass. Oh, Mist. Ja, sieht gut aus. Wo ist denn Albert? Der fährt zum Wasser weg. Ah. Da der Händler irgendwie krank geworden ist oder so, ich weiß nicht. Vielleicht hat er sich ein bisschen verschnupft. Oh. Hat der Albert gesagt, der fährt es die Holzkohle zum Wasserwerk hoch. Dass da weitergehen kann. Ah, jetzt zieht er alleine hin. Manchmal klemmt das Förderband da unten. Hast du einen Stapler oder sowas? Warum? Kannst du mit mal rumbrettern? Nein. Schade. Warum ein Stapler? Ey, das ist doch geil. Telelader habe ich. Hast du keinen Stapler? Nö, Telelader. Ist er dir? Der Manitou da unten, ja. Der ist dir? Ja, ja, den habe ich von Neumann abgekauft. Für, ach, ich weiß gar nicht. Bisschen über 70.000. Oder um die 70.000. Ich dachte, der Stapler käme zu dir. Nee. Hä? Ja, Müller kam eben gegen mit dem Stapler und mit dem Ding da, was du da hast. Nee, das ist der Albert. Ach so, Albert war das. Ja, ja, Albert sitzt da drin. Aber du, ja, okay, du kannst das Ding immer hochfahren. Ja. Aber lass es heile. Ja, ja. Der hat noch Flitschlampe an. Hier. Hey. Komm. Albert? Ja. Was ist los? Ich habe gerade mal geguckt auf den Wetterbericht. Es fallen zwar noch ein paar Tropfen, aber Wolken scheinen sich zu öffnen. Ne? Stimmt. Oh, ich sag mal gerade dem Jürgen Bescheid. Jürgen! Ah! Jo! Das Wetter lichtet sich. Oh! Tipptopp! Können wir ja anfangen zu ernten. Ja, noch nicht, aber bald. Jo, ich mach gerade noch das Stämmchen hier rein, dann könnten wir los. Jo! Warte mal, den krieg ich ja nicht rein in die. Wo soll ich denn den hinstellen? Kannst du mal gerade Schaufel tauschen. Die Schaufel steht da im Gebüsch.
Holzkohleproduktion gleich wieder ein bisschen was ran. Jürgen, mach die Reifen nicht kaputt. So. So, komm mal her. Dann hin, ey. Hier auf den Boden kippen. Achtung! So, kannst du mal gerade in den gelben Trichter da innen rein schütten. Ja. Noch ein bisschen vor. Perfekt. Kann der auch mal was schaffen hier. So. Der ist beschäftigt, dann kann ich ja mal weiterarbeiten. Ja. Ich stelle mal gerade den Anhänger hier hin und dann ist der Jürgen vielleicht schon fertig. Mal gucken. War ja das Bewerbungsgespräch. Jürgen, wie schaut's aus? Ey, nicht daneben kippen, ne? Jo. Weiter vor. Gut. Immer bis zum Anschlag. Der hat vorne extra so Gummi hier. Der stößt da mit den Reifen an. Mhm. Muss man gerade nochmal telefonieren. Jo. Nix los hier. Hallo, hier ist der Neumann. Hallo, Neumann. Du, hattest du mit dem Van Kan gesprochen? Ja, mit ihm hatte ich gesprochen. Und was sagt er? Hat er um 18 Uhr Zeit? Jo, hat er. Gut, dann treffen wir uns beim Händler, ne? Ja, genau. Also bei der Helga oder wo? Ja, genau, bei der Helga. Gut, dann bis später. Jo, bis später. Ciao. So. Ja, gut machst du das. Wenn du mal einen Job brauchst, melde dich, ne? Am Ballhof, Junge. Alles gut, dann produzieren wir schon wieder Holzkohle. Ist wichtig. Holzkohle muss durchlaufen. So, ich fahr schon mal hoch mit dem Fast Truck, ne? Dann jo, mach das den mal. Rest hier noch reinkippen. Hast ein bisschen Spaß. Ich hab gleich Spaß, wenn ich Gas gib. Jo, bis später. Bis dann. So, dann schwinge ich mich hier in den Fast Truck und fahr mal rauf zum Feld. Dass wir endlich mal anfangen können, Raps zu ernten. Ich weiß gar nicht, ob der Jürgen uns schon irgendwas bezahlt hat. Oder wie wir da verblieben sind vom Geld her.
weiß ich absolut nicht mehr. Warte mal, ich glaube, das ist eigentlich doof, wenn ich hier rumfahre. Und zu viele Blitze auf der Strecke. Fahr mal andersrum, da ist glaube ich gar kein. Die ganze Woche vertrödelt. Okay, vertrödelt jetzt nicht. Wir waren schon produktiv. Haben zumindest ein bisschen Holzkohle verkauft. Weiß nur noch nicht, was wir mit dem Hacker machen. Und so viel Geld haben wir das definitiv noch nicht. Müssen wir gleich mal gucken. Wegen der Pacht von dem Feld 106. Und was unser eigenes Feld macht, ob wir das auch schon dreschen können, den Tabak. Also pflücken. Ich glaube eigentlich nicht. Hoffentlich schießt er so einen Vogel nicht ab. Oh oh, der wird sich gleich freuen. Ah ne, er fährt ziemlich langsam. Stück! Moment. Noch? Noch wat? Jo! Gut. An? Ja, hast du schon hingestellt hier? Ja. Na, ganze Woche hat's gedauert. Bild für die Götter. Jo, sieht ne schick aus. Ja. Ja, geht schon. Jo, fahr du mal los, ich mach mal hier an die Nachhut. Einmal durchstechen, oder was? Jo, einfach das komplette Feld runter und dann gut ist. Hä? Achso, ja dann fahr ich das zweite Vorgewinde. Aber du fährst falsch rum, du Kollege. Ah, da passt schon. Nee, mit dem Abtanken passt dich, du Held. Mhm, hab ich auch gemerkt. Ich mache zweite Folgewende. Hab ich ja gesagt. Ach so, ja, ja, stimmt. Ich wollte hier nur das erste, das macht man so. Das ist, Dark Race Power. Intelligenz. Ey! Hör dich! Scheiße. Sag mal aber nicht, es macht man. True. Haben noch zwei weitere, ne? Wie zwei weitere? Zum Ernten. Was zahlst du? Ach so, ich krieg eben für eben noch 5000, ne? Plus 5000 für die Nutzung des Fast Trucks. Ey, Spaß. Ja, kann ich auch. Nee, sag mal an, was kriegt man hierfür? Muss ich gucken, 50, wie viel oder? Runterkommt. Dann kann ich dir das sagen. Ja, 50-50 oder wie?
Na, ich geb das ja alles in die Dieselproduktion. Rest ins Lager. Chris auf jeden Fall ordentlich was. Okay, das wollte ich hören. Ich nehme auch gerne freien Diesel für Lebzeiten. Für Lebzeiten nicht. Da können wir aber drüber reden. Die Anzeige gucken. Oh Gott, kommt ja gar nichts runter. Ich habe erst 2400 im Tank. Ich 3000. Warum hast du so viel mehr, wenn du weniger fährst? Ja, ich hab doch das das Vorgewende gemacht. Ist dein Drescher heile? Passt. Einer? Der vom LU hat 46% Schneidwerk. Meiner 33,3. Ah, okay. Gut, liebe Leute, aber vielen Dank fürs Zuschauen an dieser Stelle. Und bis zum nächsten Mal hier. Für diese Folge war es das jetzt mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.